Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play in Minecraft. Und ja, was steht denn heute so an in dieser Folge? Also ich habe das Ziel, jetzt endlich mal uns ein Haustier zu fangen. Was heißt ein Haustier? Ich meine, hier in der Nähe sind ja Schafe und Schweine und ich will auf jeden Fall das Schaf bekommen. Und ja, das würde ich sagen, ist erstmal unser Ziel dieser Sitzung hier. Kann man auch mal so sagen, ne? Aber gut, genau, wo ich eben die Welt gestartet habe, wurde ich einfach eiskalt von so einem Skelett hier angegriffen. Das, ja, war ein bisschen unpraktisch, würd ich mal sagen. Aber das Gute ist, wir haben jetzt Knochenmehl. Und wir können jetzt damit das jetzt fertig machen. Denn jetzt haben wir nämlich Weizen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So. Aber bevor wir hier irgendwie traveln oder sonst irgendwas, müssen wir natürlich erstmal hier schlafen gehen. Weil ich habe keine Lust, vom Monster wieder überrascht zu werden, wie in den letzten Folgen. So. Ja, das Bett war zu weit entfernt. Ist klar. Egal. Mission Haustier. So, was brauchen wir für ein Haustier? Natürlich, wir brauchen Zäune. Deswegen machen wir uns erstmal direkt ein paar Zäune. Dass wir das Tier auch einfangen können. So. Müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, das reicht erstmal an Zaunmaterial. So. Machen wir am besten auch noch so ein Tor. Das schadet, glaube ich, auch nicht. Und dann gehen wir auf die Jagd. Auf die Jagd. So, wir brauchen das Weizen. So, das können wir eigentlich alles da lassen. Das auch. Das auch. Das auch. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Aber ich sortiere noch kurz mein Inventar. Das ist sehr schrecklich hier. So. Okay. Ja, komm. Komm, das reicht jetzt auch. Okay. So, das Schaf müsste jetzt hier irgendwo sein. Irgendwo. Das weiß ich doch noch. Und ich dachte es, ich würde es wissen. Schaf, wo bist du? So, ja, wenn es ein Livestream wäre, könnte ich ja sagen, schreibt mir, wenn ihr das Schaf seht. Aber das ist ja leider nur ein Let's Play. Weil wir waren doch Schafe. I know. Tja. Irgendwie bekommt mir das bekannt vor. Man sucht etwas und genau dann findet man es nicht. So, also Schwein ist ja schon mal, aber mit Schwein, ich habe nichts zum Schwein anlocken, ist das Problem. Ich brauche schon das Schaf. Na gut, egal, gehen wir mal bis nach da. Das ist hier nicht. So. Was gut ist, wenn wir Schafe haben, können wir auch Wolle natürlich farmen, aber auch, da ist ein Schaf, da sind Schafe. Nice. Kommt beide. Ich brauche beide. Ah, sogar noch ein drittes. Komm, ich nehme alle drei. Komm, okay. Kommt her. Put, 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 put. Put, 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 put. Ja, sehr schön, sehr schön. Kommt her. Ihr macht das super. Kommt schon, kommt schon. Okay. Ja, sehr gut. Weiter geht's. Komm. Alright. So. Naja, für die Schweine anzulocken, da müssen wir echt mal gleich schauen, ob die rote Beete funktioniert. Wollt uns das Schwein? Achso, ne, es hat. Oh, hier ist noch. Okay. Also Schweine sind hier in der Nähe. Okay. Ja, wenn das Gehege groß genug wäre. Warte mal, unser Haus ist. Unser Haus ist. Uns aus. Ah, okay. Hab mich verlaufen, tut mir leid. So. Kommt her. Kommt her. Genau. So. Ich muss halt schnell genug sein mit dem Zaun bauen. Und. Nein! Mäus, jetzt muss ich euch alle wieder einfangen. Okay, ihr seid da beide. Und komm her. Ja, die haben hier einen Willen hier. So, kommt hierher, kommt hierher, kommt hier zum Rand. Weil hier runterspringen tut ihr nicht, das weiß ich. Genau. So. So, okay. Ihr seid jetzt offiziell. Okay, ich dachte, ich springe hier nicht runter. Okay. I'm sorry, Sheep.
Das ist das extreme Schaf. Für den ist das normale Schafleben zu langweilig hier. So, komm her. So. Schaf, Schaf, Schaf. Komm her. Komm her. Genau. Komm hier rüber. Komm hier rüber. Komm hier rüber. Komm hier runter. Komm hier runter. Danke. So. Genau, jetzt baue ich hier erstmal noch ein Tor hin. Sehr schön. So, nice. Wir haben jetzt Schafe. So. Besitze ich eine Schere? Besitze ich eine Schere? Genau, jetzt können wir doch schon mal erste Wolle farmen. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wofür wir die Wolle brauchen werden. Aber egal, Hauptsache erstmal Wolle. Mein Bett haben wir ja schon. Ich meine, ich kann von euch auch noch Fleisch bekommen. Aber ich würde sagen, die Beeren reichen ja auch erstmal als Nahrungsmittel. So, okay, wir haben hier noch das hier Knochenmehl. Dann gucken wir mal. Ach, du bist schon reif. Perfekt. So, dann gucken wir mal, ob Schweine sich auch mit rote Beete anlocken lassen. Ich glaube leider nicht. Aber ich bin mir da echt nicht sicher. So, die Schweine waren da oben irgendwo. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Na? Oh! Ja! Wir haben Schweine, Guys. Wir haben Schweine. Nice. Rote Beete. Ich hatte echt nur Karotten oder Kartoffeln, ne? Aber rote Beete geht wohl auch. Sehr nice. Sehr nice. Fühle ich gerade. So. Genau. Guck mal, das ist ein pflegeleichtes Schwein. Das bleibt einfach in seinem Käfig. So, machen wir hier noch eine Fackel hin. So, ich brauche zwar noch gleich ein neues Tor, aber egal. So, jetzt brauche ich noch das zweite Schwein. Das war ja auch irgendwo. Ah, hier, perfekt. Komm her. Komm her. So, okay, da hinten sind auch Schafe, aber das ist unwichtig. Wenn ihr Kühe seht, Leute, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, weil Kühe sind nämlich auch eigentlich sehr wichtig. Ne, keine Kühe. Aber egal, wir haben jetzt erstmal Haustiere, wir haben erstmal uns eine, ja, Mini-XP-Farm gemacht, ne? Also wenn wir Schweine züchten, schlachten oder auch andere Tiere, ne, dann geht das ja schon. So, egal, ich bin stolz auf euch. Schön, dass ihr hier seid. So. Genau, jetzt brauche ich noch ein Tor. So, und dann haben wir. Wir müssen zwar unsere Gewächsfarben dann später mal erweitern, damit wir auch gute Nahrungsmittel haben. Alright. Zuckerrohr. 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 Nice. Unsere Bäume sind auch gewachsen. Wir haben hier eine Steinhacke. Wir brauchen aber eine Axt. Haben wir hier eine Axt drinne? Nein, haben wir nicht. Dann machen wir uns jetzt einfach mal direkt eine. Weil das sind ja auch die Materialien, die wir später für unser Haus erstmal haben. Auch wenn ich glaube, dass wir es nicht schaffen werden, in dieser Folge das Haus zu bauen. Das dauert ja immer so Ewigkeiten, so ein Haus zu bauen. Aber egal. Erstmal hier ein bisschen Material. Weil ich finde dieses helle Holz hier, was, ne, wo wir gerade in diesem Biom sind. Ach, es war nett anzuschauen, die Bäume, ne, sag ich ehrlich. Aber das Holz ist mir einfach zu hell. Zu froh, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Aber egal. So. Sehr schön, wir haben hier schon einen Setzling. Den setzen wir mal direkt wieder hier hin. So, wir könnten auch eigentlich anfangen, oben ein bisschen so eine Art kleine Futterfarm zu bauen. Also, ne, wo wir Sachen anbauen können. Weil wir müssen das nämlich in großen Stil machen. Gut, dann machen wir jetzt mal oben uns eine unendliche Quelle. Was? Warum mache ich das jetzt hier oben? Weil hier oben eine recht offene Fläche ist. Also das ist alles recht eben hier und das gefällt mir. So,
Da war noch ein Schaf. Ja, aber sonst, ne? Da sind Schweine, aber sonst sind hier keine Kühe. Ja, Kühe brauchen wir halt später für Bücher, Leder und so ein Driss, ne? Aber mach's nichts, ne? Ist nicht hier. Egal. Machen wir jetzt unsere provisorische Farm weiter. So, ist hier noch ein Setzling runtergefallen? Perfekt. Gut, jetzt haben wir unsere ordentliche Wasserquelle. Es wird auch schon wieder Nacht. Schrecklich. Aber egal. So, wir machen eine unendliche Wasserquelle für die Leute, die es nicht wissen. 4x4 Block. Und da ist eine Wasserquelle. Und wenn man da macht, zack, kann ich jetzt überall Wasser nehmen und ich kann es immer weiternehmen. Ne? Also es füllt sich ja immer von selbst wieder auf. Es ist eigentlich ziemlich praktisch. Muss nicht über runterlaufen. Okay. Wie machen wir es? 1, 2. 1, 2. Dann machen wir hier. Fangen wir an, uns hier lang zu bauen. In der Mitte kommt jetzt unsere Wasserquelle. Dann können wir da seitlich nämlich dann anpflanzen. So. Schönen Sonnenuntergang. So. Genau das gleiche Prinzip ist auch hier. Eine Wasserquelle, Wasserquelle. Hier in der Mitte war keine Wasserquelle. Es ist trotzdem unendlich. Deswegen kann man hier immer hier so weitergehen. Wenn ich jetzt hier keinen Fehler gemacht habe. Sieht aber nicht so aus. Sehr schön. So. Ja, vielleicht sollte ich hier auch ein paar Fackeln setzen, dass hier nicht Monster respawnen. Die meinen mich hier zu nerven. Und jetzt gehe ich erstmal schlafen. So, sehr schön. Okay. Es wird langsam, Leute. Es wird langsam dieser Welt. Also, das ist ziemlich cool. Ich bin da sehr optimistisch gerade. Also, wir brauchen auf jeden Fall hier Samen. Kürbis können wir auch mal anpflanzen. Zuckerrohr. Ja, eher weniger. Aber kann man eigentlich auch machen. Warum nicht? Genau, haben wir sonst noch was? Nein, haben wir nicht. Dann müssen wir uns das nach und nach aufbauen da oben. Aber egal. Erstmal hier. Genau, und hier. Hier kommt dann unser Zuckerrohr hin. Das muss nämlich leider immer direkt neben der Wasserquelle sein. Das ist eigentlich ziemlich unpraktisch, um ehrlich zu sein. Dann kommt. Genau. Dann würde ich sagen, kommt jetzt hier diese Reihe, kommt unser Kürbis dann hin. Oder ein Teil kommt hier ein Kürbis hin. Du kannst mal ein bisschen eins noch da. Das machen wir hier auch komplett. Alright, sehr schön. So, was haben wir denn jetzt hier? Also wir haben rote Beete, Kürbiskerne. Genau, die Kürbiskerne kommen hier hin. Weil die brauchen ja immer nebenan so einen Block, der richtig ist. Deswegen es bleibt hier so frei. Dann rote Beete, würde ich sagen, kommt mal dahin. Und Weizen kommt hier hin. So, ja. Gut, das dürfte erstmal für die Farm reichen. Ich meine, sieht auch eigentlich ziemlich cool aus. Das sieht aus wie so schöne Allee hier mit den Bäumen. Aber nun gut. Weiter geht's. Was können wir denn jetzt hier erstmal hier essen, Farm? Essen, was mich auch ein Leben kostet und das eins sammeln. Au, au, au. Egal. So. Oh, da ist schon wieder ein Baum gewachsen. Sehr schön. Ja. Langsam wird's hier. Okay. Erstmal reinbauen zum Holz.
ich kann, glaube ich, auch schon mal anfangen, Stein, einen Ofen zu brennen, also aus Cobblestone ja Cleanstone zu machen und aus Cleanstone dann halt schönen Stein zu machen. So, jetzt kommen wir runter. Danke. Haben wir einen Setzling bekommen? Ja, wir haben noch einen Setzling. Sehr schön. So, haben wir denn noch genug Kohle? Das ist die Frage. Ja, okay, Kohle haben wir. Das passt. So, dann machen wir jetzt mal da ein bisschen schönen Stein. Und da kann man überlegen, wo man sich das Haus hinbaut. Na, also das da oben ist ja sowieso nur provisorisch, ne? Theoretisch können wir auch später da oben unser Haus hinstellen und da unten kommt dann Anbaugebiet und was ich alles, ne? Ist aber erstmal nur provisorisch hier alles. Also finde ich diese Aussicht einfach genial. Sag ich euch ehrlich, also hier kann man wirklich gut und weit schauen. Ne, da hinten sieht man, ist das Meer. Also wenn man irgendwann mal eine Welttour machen, was auf jeden Fall Pflicht ist, weil manchmal findet man richtig geile Sachen, nur wenn man halt verreist, dann gehen wir nach da. Und da ist ein Kürbis. Sehr nice, sehr nice. So. Ist noch eine zweite rote Beete ist ready. Sehr schön. Das bedeutet, wir können jetzt unsere Schweine einmal vermehren. Na, ihr Schweine, habt ihr. Na, komm, komm, komm. Riesenspanner, Riesenspanner. Okay. Da ist unser kleines Schweinchen. Ja. Sehr schön. Alright. Oh, nein. Ihr dürft nicht raus. Tut mir leid. So, Schafe, tut mir leid für euch. Ich habe leider kein Foto für euch. Ja, schau mich nicht so an. Ich habe kein Foto. Ist halt nicht. Ich muss bei euch noch warten. Ich habe nicht genug Weizen. So. Schön, dass wir auch noch einsammeln. Aber wir haben jetzt auch noch, genau, wir haben noch mehr rote Beete-Samen bekommen. Die setzen wir auch mal direkt oben hin. So. Man hat so viel vor in dieser Welt. Das wird auf jeden Fall eine lange Reihe hier, würde ich sagen. Aber egal, erstmal. Klack, klack. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Cut. Das war diesmal tatsächlich eine sehr erfolgreiche ja, Sendung, kann man schon fast sagen, ne? Weil wir haben jetzt hier etwas zum Anbauen. Wir haben unsere Tiere, ne? Wo ich auch tatsächlich sehr stolz drauf bin, dass wir sogar Schweine züchten können. Das macht sogar schon sehr viel aus. So, natürlich Next Step irgendwann. Wir bauen uns mal ein Haus. Wir gehen mal besser minen, dass wir auch mal Rohstoffe haben. Wir erkunden mal die Welt, weil, wie gesagt, ich brauche auch mal Kühe und etc. Aber Leute, das seht ihr alles in den nächsten weiteren Folgen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Egal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, beziehungsweise diese Folge, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.